scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Herzlich willkommen heute Abend zu den Impulsetag X. Einmal im Monat versammeln sich wundervolle Impulsgeber, Referenten und heute Abend habe ich großartige Unterstützung von meiner Trainerin, Kollegin Melanie Dorn und ich freue mich heute Abend auf das Thema Beziehung und Bedürfnis. Mein Name ist Martina Haller und ich bin die Expertin für Wunder und für Fülle. In meiner Wunderfüller-Mastery begleite ich die Menschen zu mehr Selbstwert, Selbstbewusstsein, in die finanzielle Freiheit und in den Wohlstand und in die Freude. Und heute Abend bin ich für euch die Moderatorin. Das ist das Schöne hier. Ich bedanke mich hier an dieser Stelle auch bei den Live-Teilnehmern, die heute da sind, weil die bekommen was ganz Besonderes hier mit, nämlich die Magie, wie sich ein Vortrag zum anderen aufbaut. Und wir wissen untereinander auch nicht, was der Einzelne sagt. Wir haben nur die Überschrift, das Thema und nachher sieht man nur in den YouTubes die einzelnen Ausschnitte und da können wir natürlich den kleinen Impulsvortrag heute von Melanie nochmal anschauen und alle anderen auch. Und in dieser Bibliothek ist auch eine wahrhaftige Schatzkiste, eine wundervolle Schatzkiste. Also geht auch auf den YouTube-Kanal und verbindet euch mit Melanie Dorn, wenn ihr einfach mehr wissen wollt in der Beziehung zu euch selbst. Denn das ist jetzt mal das Wichtigste, weil dann wissen wir, wie wir ticken und wir wissen vielleicht auch, wenn wir Beziehungsreadings machen, ja, Beratung bei Melanie wie zusammen, ja, so nennt man das halt, Beziehungsreading, dann kann man wissen, wie der andere tickt und dann können viele Enttäuschungen und solche Sachen eben von vornherein schon ausgemerzt werden. Also vielen Dank, dass du heute Abend dabei bist und nochmal einen riesen Applaus für dich. Ja? Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Danke dir herzlich, liebe Martina. Ja, jetzt haben wir unsere dritte Sprecherin, oder unsere vierte, meine ich, die Martina Haller, ein charismatischer Mensch, die wirklich nicht nur eine Vision hat, sie hat sich eine Mission gegeben und es hat mit Transformation zu tun. Und ich habe mir die Mühe gemacht, mal zu fragen, ja, was ist Transformation eigentlich? Was bedeutet das? Ist das Zauberei? Ist das Verwandlung? Was macht sie mit den Menschen, die Martina? Ja? Transformation, die sie macht, ist auch Veränderung, Abänderung, Aktualisierung. Sie aktualisiert da. Es ist ein Austausch, es ist eine Auswechslung, Kehrtwendung, ein Meinungsumschwung. Sie bewirkt Modifikation, Modifizierung bei den Menschen. Permutation, Regulation, Restriktion auch. Ja? Weniger ist mehr. Loslassen, Rollenaustausch, Schwenk, Tausch, Umbildung, Variation. Mein Gott, so viel. Verschiebung, Veränderung, Wandel, Wandlung, Wechsel. Wende. Die Martina ist wirklich eine Zauberin. Danke und das Mikrofon ist deins. Dankeschön, danke lieber Jean-Marie für die Anmoderation. Und ich habe das Thema heute für euch mitgebracht. Geschäfte werden auf der Beziehungsebene gemacht. Und warum ist das so? Wie viele von euch kennen noch das Eisbergmodell von Sigmund Freud? Ja, aus der Schule, ne? Ich habe es euch mal hier ein bisschen so plakativ jetzt hier mitgebracht, gell? Da oben ist die Spitze, ja, das kennen wir, da sind nur die 10% ungefähr oder vielleicht sogar nur 5%. Da habe ich mal ZDF reingeschrieben, ja, das sind die Zahlen, Daten, Fakten, Video, der lacht, ja, der kennt das natürlich und ihr glaubt gar nicht, wie viele das nicht mehr kennen, das Eisbergmodell. Und Sigmund Freud hat diese Ebene, die uns bewusst ist, die hat er die Sachebene genannt, ja, und da geht es um die Fragen, ja, Jean-Marie hat uns reingeführt in diese tiefen Fragen, ja, was willst du wirklich, wirklich, ja, und dieses was willst du wirklich, da oben wird die Frage gestellt, was, ja, und die Antworten, die bekommen wir in der Tiefe, ja, da sehen wir auch hier, dann Sigmund Freud hat dann gesagt, hier, das ist dann das Vorbewusste und weiter unten ist dann das ganz Unbewusste. Und
was haben wir da, ja? Ich habe das gerade mit in dem Austausch vorher mit Jean-Marie hat er gesagt, ja, die Fähigkeiten, die schlummern so an der Wasseroberfläche drunter und so drüber. Das habe ich von ihm noch übernommen. Und da sind die Fragen schon, wie und warum. Und ihr seht schon im Verhältnis, das ist halt nun mal der Riesenbrocken, der unsichtbar ist oder uns einfach unbewusst ist. Und da schlummern die Ängste, unsere Emotionen, ja, unsere Einstellungen, auch unser Wertesystem, unser ganzes Familiensystem. Und das habe ich auch von Jean-Marie, da unten auch die DNA, da kann Jean-Marie dann auch noch mehr dazu sagen. Und warum ich hier das fette Herz reingemacht habe, weil nämlich Sigmund Freud gesagt hat, das ist die Beziehungsebene. Und wo halten sich die Menschen auf im Verkauf? Genau, bei den Zahlen, Daten, Fakten. Ja, ich habe schon Immobilienmakler erlebt, da ging es nur um Zahlen, Daten, Fakten, anstatt mal eine Frage zu stellen, ja, den Menschen, die bis zur Besichtigung mal Fragen zu stellen. Und wie fühlen sie sich, ja? Nicht, ja, was denken sie? Dann springt immer nur der Kopf an, ja? Wenn ich mal frage, wie fühlen sie sich hier oder was fühlen sie, dann bekommen wir ganz andere Antworten, nämlich die auf der Beziehungsebene, die vom Herzen, die intuitiven, ja? Hier sind sowieso nur Herzsprecher hier dabei bei den Impulsen Tag X. Wir wissen, wovon wir reden und die Impulse, die sollen ja auch nach draußen gehen, mal wach machen, dass wir mal uns trauen, auf diese Beziehungsebene zu gehen. Und Transformation, hat Jean-Marie gesagt, ist mein Thema, eben, dass wir mal auf diese Ebene gehen können und die Ängste und da eben einfach die Sorgen und alles, was da unten schlummert, dass wir das transformieren können und eben auf die Ebene von Mut kommen. Ja, Mut überhaupt eine Beziehung mal einzugehen und den Mut. Melanie hat das gesagt, das Wichtigste ist erstmal die Beziehung zu uns selbst. Da fängt ja erstmal alles an. Wenn wir mit der Beziehung mit uns selbst im Reinen sind und wir alles, was da unten schlummert, ja, die ganzen Prägungen und so weiter, wenn wir das mal gelöst haben und transformiert haben, dann sind wir erst fähig, in eine Beziehung zu gehen. Und Melanie hat es gesagt, es ist ja nicht nur die Beziehung Mann-Frau und zu den Kindern, sondern es sind ja auch unsere partnerschaftlichen Beziehungen im Business, ja. Und heute ist mein Thema mal Business, weil ich selber gerade so Feuer gefangen habe fürs Business, ja, und die Menschen zu begleiten in ihre Sichtbarkeit, in ihre Authentizität, in ihre Größe und auch ihnen zu zeigen und zu helfen, wie sie das schaffen können. Weil das, was ich schaffe, das schaffen doch andere auch. Ja. Und dann ist mein Impuls ja auch schon fast zu Ende, denn ich zeige euch das nochmal. Ja, die Lösung liegt tatsächlich in der Tiefe. Und wer mit mir gehen will, der findet meine Kontaktdaten. Ich bin auch jedes Mal hier dabei als Moderatorin und als Impulsgeberin und freue mich sehr. Und weil es heute so spannend war, würde ich euch nochmal dran erinnern an mein Experiment, den ihr machen dürft und machen sollt. Guckt euch nicht nur diese Beiträge, aber diese Beiträge langsam an. Also es waren so viele Tipps dabei, dass ich mir selber überhaupt nichts gemerkt habe oder ganz wenig. Und deswegen werde ich das selber auch noch machen. Aber ihr habt ja immer die Chance. Also es dauert noch ein paar Tage, bis die Beiträge online sind. Aber ich werde euch informieren, weil gleichzeitig werde ich euch also auch noch ein Angebot schicken von allen unseren Teilnehmern heute, dass ihr auf jeden Fall mindestens, sag ich mal so, 20 Minuten eine kostenlose Beratung habt bei jedem von uns, um zu erfahren, wie könnte ich vielleicht das, was ich bei dir gehört habe, Jean-Marie, Victor, Melanie, Martina, wie könnte ich dort noch mehr anknüpfen, weil das hat mich angesprochen. Und in diesem Sinne, vielleicht hat der eine oder andere von euch jetzt schon Fragen an uns. Wenn dem so ist, dann macht doch bitte auch euer Mikrofon auf. Melanie hat schon reingeschrieben, die haben mich nicht gefragt. Ja, seit dem Sommer ist sie in einer wunderbaren Freundschaft und in einer wunderbaren Beziehung. Also in einer Liebesbeziehung und in einer partnerschaftlichen Beziehung. Ja? Beides. Du darfst gerne auch dein Mikrofon nochmal aufmachen. Liebesbeziehung.
wollte gerade sagen, das ist ja eher so Checkpoint. Das ist ja partnerschaftlich, Beziehung, Liebesbeziehung und Businessbeziehung. Wie viele gibt es, die sich wünschen, mit ihrem Partner auch eine tolle Businessbeziehung zu haben? Ja. Hm. Ja. Ja, und das war ein sehr, sehr schön. Kann ich jeden verraten. Wieso? Jetzt muss ich eine ketzerische Frage stellen. Wieso war das schön? Habe ich gesagt, war? Entschuldigung. Sie meint den Abend. Sie meint den Abend. Nicht die Beziehung. Aber, Melanie, du brauchst keine Angst zu haben. Ich erzähle es nicht weiter. Also, ihr Lieben, der Raum ist geöffnet. Weil ich ihn jetzt schon eine Stunde nicht mehr gesehen habe. Dann ja, eine Stunde alles passieren kann, ne? Jetzt begegne ich ihm ganz neu in der Zukunft. Ja, wir sind jetzt schon nicht mehr die, die wir vor einer Stunde waren, ist ja klar. Genau. Er ist nicht mehr der gleiche und ich bin auch nicht mehr der gleiche. Ja, wir begegnen uns ganz neu. Also der Raum ist jetzt auch für die Teilnehmer geöffnet, die Impulsetag X heute zum 19. Mal. Dann können wir ja das nächste Mal 20 Mal feiern. Da haben wir wieder was zum Feiern. Ja, ja, deswegen, da können wir vielleicht den 20. in Präsenz machen. Was haltet ihr davon? Ja. Ja, warum nicht? Es wäre mal richtig schön, uns einfach wieder mal live zu sehen. Das ist super, super, super schön. Jetzt aber hier zu euch. Wäre auch gut, weil wir können ganz Deutschland erreichen. Ja, es gibt auch noch Menschen in Hamburg und überall, ja, die uns brauchen. Ja, 8 Milliarden. Wunderbar. Jetzt einen gesegneten Abend zu euch. Danke.